Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen hier. Mein Name ist Jan Andresen und ich bin der Country Manager von Viking Deutschland. Wir freuen uns, dass Sie hier zum Webinar gekommen sind, wo wir das Thema Viking Jersey im Porträt haben, wo meine gute Kollegin Katharina Stahl mit euch das durchgehen möchte. Ja, dann eben mal kurz ein paar von den Themen, die wir durchgehen möchten. Oh. Ja, einen Moment. Irgendwie möchte jetzt gerade nicht weiter. Jetzt. Erstmal, was macht die Viking Jerseys zu etwas Besonderem? Wieso gerade Viking Jersey und nicht andere? Und dann auch, welche Vorteile haben die Viking Jerseys in der Futtereffizienz? Haben wir auch mehr und mehr Informationen dazu gekommen? Und wie können die Viking Jerseys ihre Herde optimieren und die Kosten einsparen? Das wird das, wo Katharina Stahl mit euch das durchgehen möchte. Und dann auch kurz ein Hintergrund, wer Katharina Stahl ist, unsere gute Kollegin. Sie hat einen Bachelor of Science im Studiengang in Landwirtschaft in Osnabrück durchgeführt, im Schwerpunkt Rind. Und danach war sie Herdmanagerin bei einer Herde von 850 Kühen vom März 2018 bis Mai 2019 am Niederrhein. Und dann seit Mai 2019 haben wir das Glück, sie in unserem Team bei Viking Genetics Deutschland zu haben. Ja. Dann eben mal kurz die Regeln hier für das Webinar. Das Ganze wird aufgezeichnet und deswegen könnt ihr das auch später sehen. Und auch für die später reinkommen oder für Kollegen könnt ihr das auch weiterschicken. Alle Webinar-Teilnehmer, die sind stumm geschaltet. Aber ihr könnt im Chat miteinander alles austauschen und Kommentare dazu schreiben. Aber wenn ihr Fragen habt, wäre es auch schön, wenn Sie den Question-Button brauchen würdet und da Ihre Fragen stellen würden. Alle Fragen werden am Ende beantwortet, auf jeden Fall solange die wir noch Zeit haben. Für die Fragen, wo wir nicht die Zeit haben zu beantworten, dann schicken wir Ihnen die Antwort per Mail später oder nach dem Webinar. Dann würde ich eigentlich Katharina Dichfels herzlich willkommen heißen und dann schalte ich mich hier mal aus. Ja, danke schön, Jan, für die Einleitung in dieses Webinar. Wie Jan gerade schon einmal gesagt hat, ich bin als Zuchtberaterin in Niedersachsen tätig und werde euch heute so ein bisschen durch den Abend führen und euch zunächst einmal einen groben Überblick über unsere Viking Jerseys geben. Die Viking Jerseys, das ist eine skandinavische bzw. hauptsächlich dänische Jersey-Population, die besonders durch Gesundheit und Profitabilität ausgezeichnet ist. Wir haben 71.000 Kühe in Dänemark, die registriert sind. Und diese 71.000 Kühe liefern aktuell eine durchschnittliche 305-Tage-Leistung von 7.614 Kilogramm Milch mit 5,95% Fett und 4,27% Protein. Die Viking Jersey sind besonders klimafreundlich, futtereffizient und haben niedrige Emissionen, sind dadurch besonders profitabel, nachhaltig und für Sie als Landwirte auch sehr entspannt im Umgang. Da komme ich aber nachher im hinteren Teil der Präsentation auf jeden Fall auch nochmal genauer drauf. Die Viking Jerseys sind rasseführend im Hinblick auf Fruchtbarkeit, Gesundheit und Langlebigkeit. Auch da werde ich gleich nochmal ein paar Beispiele zur Einordnung nennen. Sehr hochleistend, was das Fett- und Proteinlevel angeht, reinrassig bis in die siebte Generation zurück. Das ist uns besonders wichtig. Wir wollen reine Jersey-Bullen vermarkten. Und dadurch haben wir einfach die Möglichkeit bekommen, einzigartig genetische Vielfalt sicherzustellen. Und dadurch sind die Jerseys auch einfach ideal fürs Outcross. Zudem sind sie profitabel, wie eben schon mal einmal gesagt. Sie haben eine Körpergröße von 130 cm, also im Verhältnis zu den gängigen Holsteinen eher klein. Besonders langlebig und effizient, wie vorhin schon einmal kurz erwähnt. Damit das Ganze so ein bisschen besser verständlich ist und wir alle auf einem Kenntnisstand sind, möchte ich noch einmal kurz ein bisschen was zu unserem nordischen System sagen. Weil unser Zuchtwert unterscheidet sich ein bisschen von dem hier in Deutschland vorhandenen Zuchtwert RZG. Bei uns heißt das Ganze NTM. Das ist unser
Gesamtzuchtwert quasi, der Nordic Total Merit Index. Und was unseren Zuchtwert ein bisschen unterscheidet, ist zum einen, dass er seit jeher, seit es den gibt, in all seinen Merkmalen die ökonomische Relevanz einfach beinhaltet. Das hat den Hintergrund, dass viele Kosten in Skandinavien deutlich höher sind, als wir hier in Deutschland haben. Und es ist deswegen schon immer wichtig war, dass die Betriebe besonders wirtschaftlich arbeiten. Und zum Beispiel, dass, ja, wenn man einen Hof von den Eltern übernehmen möchte, dann ist das mit sehr, sehr vielen hohen Kosten verbunden, weil der zum Beispiel offiziell geschätzt wird und man den offiziell kaufen muss und somit viele junge Landwirte schon ja einen hohen Schuldenberg haben, bevor sie überhaupt angefangen haben zu arbeiten. Und deswegen ist diese wirtschaftliche oder ökonomische Relevanz besonders wichtig. Wir haben 90 Merkmale, die zu 15 Hauptmerkmalen zusammengefasst sind. Und diese Hauptmerkmale, ja, umfassen natürlich alle Bereiche. Also natürlich haben wir auch das Exterieur mit drin, weil es ist natürlich wichtig, dass eine Kuh profitabel und auch ja, gut durchläuft. Also sie muss ja irgendwo ein funktionales Exterieur haben, damit sie überhaupt in dem Sinne funktionieren kann und alt werden kann. Deswegen haben wir zu 13% das Exterieur mit in unserem Zuchtwert. Wir sind eben nicht diese klassischen Schauzüchter, sondern eher auf die Funktionalität ausgelegt. Deswegen hier ein recht kleiner Anteil fürs Exterieur. Gesundheit nimmt den größten Stellenwert bei den Viking Jerseys ein im Zuchtwert. 47% Gesundheit und Reproduktion. Einfach auch hier natürlich vor dem Hintergrund. Die meisten Kosten kann man sparen, wenn die Tiere sehr gesund sind, keinen Tierarzt brauchen und eine gute Fruchtbarkeit und Reproduktion vorweisen. Mit 40% schlägt dann die Produktion und Effizienz zu Buche. Natürlich ist die Milchleistung oder die Produktionsleistung nachher das, wo die Kuh irgendwo ihr Geld mit verdient. Und den großen Vorteil, den wir in Skandinavien haben, ist einfach, dass wir eine nationale Datenbank haben, in der alle Daten, die auf den Betrieb anfallen, über die Kuh gespeichert werden. Also sei es TU-Ergebnisse, Leistungsparameter, natürlich auch über Milchkontrollen, Daten von den Melkrobotern kommen da rein, Einstufungsergebnisse, Klauenpfleger geben teilweise ihre Daten mit dazu. Also haben wir einen ganz, ganz großen Pool aus der Praxis, worauf wir als Zuchtorganisation nachher zurückgreifen können. Und dadurch können wir natürlich unseren Zuchtwert, gerade auch was Gesundheitsmerkmale angeht, sehr verlässlich machen. Und das ist ein großer Vorteil, den die Landwirte zu schätzen gelernt haben. Je mehr Daten sie zur Verfügung stellen, umso besser ist nachher ihr Endergebnis. Und darüber können wir natürlich dann auch gerade Gesundheitsmerkmale nochmal spezifischer erfassen und ja, gut darauf züchten. Es gibt aber natürlich nicht nur die dänische Viking Jersey Population, es gibt auch noch ein paar andere Populationen in anderen Ländern. Und einfach um mal zu zeigen, was unsere Jerseys eigentlich besonders macht, habe ich einen kleinen internationalen Vergleich einmal mitgebracht, der das vielleicht ganz gut verdeutlicht. Dazu haben wir die Daten aus Interbull genutzt, die hier die töchtergeprüften Bullen miteinander vergleicht. Und wir sehen hier links einmal ja, die Viking Jersey Population aus Skandinavien, dann die Population aus Australien, Kanada, Neuseeland und den USA. Und wenn wir uns das jetzt ein bisschen genauer einmal anschauen, können wir sehen, dass was die Milchleistung angeht, also die reinen Liter, da sind wir ja, eher hinten dran, sage ich jetzt mal. Da sind zum Beispiel die Amerikaner viel, viel weiter vorne mit 116, also Jerseys mit sehr, sehr, sehr viel Milch. Gucken wir dann aber ein bisschen weiter Richtung Fett und Protein und besonders in Richtung des kombinierten Wertes, der energiekorrigiert ist, dann können wir sehen, dass wir hier Spitzenreiter sind. Wir sind zwar vielleicht im Proteinniveau auch noch ein bisschen hinter den USA, dafür deutlich im Fett vorne und das Ganze dann umgerechnet, sind die Viking Jersey auf jeden Fall führend, was die Produktion angeht. Gucken wir dann weiter, Rahmen. Ich habe gerade schon einmal gesagt, 130 Zentimeter ist die aktuelle Durchschnittsgröße der Population. Da sind wir mit Abstand diejenigen, die die kleinsten Jerseys haben. Und auch hier kann man sehen, USA deutlich vorne. Also großrahmige Viking Jersey mit viel Milchvolumen im Verhältnis zu unserer eher kleinen Population
wo der Fokus auf Inhaltsstoffe liegt. Nichtsdestotrotz haben wir sehr gute Euter, können gut auch mit den Amerikanern und Kanadiern mithalten. Eine gute Eutergesundheit, deutlich besser als viele der anderen Populationen. Daraus resultiert natürlich auch eine gute Nutzungsdauer und auch eine gute Töchterfruchtbarkeit. Und was ich gerade schon einmal kurz erwähnt habe, war dieser Vergleich der energiekorrigierten Milchmenge. Das haben wir hier nochmal einmal in einer extra Grafik ein bisschen aufgedröselt. Man kann hier oben sehen, zur Vergleichbarkeit werden die Leistung auf 4,2% Fett und 3,4% Protein über eine bestimmte Formel umgerechnet, sodass man ja auf der einen Seite natürlich verschiedene Populationen vergleichen kann, auf der anderen Seite aber auch verschiedene Rassen miteinander vergleichen kann, weil sonst ja, ist irgendwo ja ein Vergleich nicht möglich, wenn da eine große Holsteinkuh ist mit weit über 10.000 Kilo Milch, dafür aber weniger Inhaltsstoffe und dann die Jersey mit fast 6% Fett. Dafür ist letzten Endes diese ECM-Umrechnung wichtig. Und da kann man hier auch nochmal ganz schön sehen, dass wir da auf jeden Fall deutlich vorne liegen mit 9.933 Kilogramm energiekorrigierte Milchmenge aller registrierten Jersey-Kühe. Ja, ein weiterer Punkt, was unsere, oder weitere Punkte eigentlich ja sogar, was unsere Jersey besonders machen, haben wir mal in 7 Vorteile zusammengefasst. Und wir haben versucht, das Ganze ein bisschen im Vergleich zu den Holsteiner Kühen in Vergleich zu setzen. Einfach um zu zeigen, was ist der Vorteil der einen Rasse gegenüber der anderen. Fangen wir an mit der Größe. Ich habe gerade schon einmal gesagt, im Verhältnis zu Holstein eher relativ kleine Tiere mit 130, dadurch aber natürlich auch effizienter. Wir sehen vielerorts alte Ställe aus den 80er, 90er Jahren vielleicht sogar, die damals gut durchdacht gebaut worden sind, aber mittlerweile dadurch, dass die Holsteiner Kühe einfach immer größer geworden sind, schlichtweg zu klein geworden sind. Und da bieten natürlich die Viking Jersey einfach einen guten Vorteil. Sie sind deutlich kleiner, passen gut in die Ställe ein. Mit Sicherheit muss man hier und da noch mal ein bisschen was anpassen von den Maßen her. Aber nichtsdestotrotz kann man den Stall so weiter nutzen. Dadurch, dass sie kleiner sind, brauchen sie natürlich auch weniger Futter pro Kilogramm produzierter Milch. Da komme ich gleich in den folgenden Folien auch noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Und letzten Endes stoßen sie auch weniger CO2, Methan, Stickstoff und Phosphat pro Kilogramm produzierter Milch aus. Wir haben jetzt hier für den Vergleich versucht, die deutsche Holstein-Population genauer zu betrachten. Wir haben die Daten aus dem deutschen Herdbuch genommen, haben hier eine energiekorrigierte Leistung von 10.030 Kilogramm Milch für die Holsteiner und für unsere Jerseys 9.933 Kilo, was wir gerade ja schon einmal gesehen haben. Und das setzen wir jetzt mal einmal im Vergleich, um zu sehen, was können die Jerseys dann eigentlich. Einmal die reine Leistung betrachtet, können wir hier sehen, was wir eigentlich gerade auch schon aus der anderen Tabelle im Vergleich der Jersey-Population so ein bisschen heraussehen konnten. Kilogramm Fett sind die Jerseys sehr gut. Wenn wir das jetzt auch mal auf die deutschen Holsteiner umrechnen, haben wir plus 50 Kilogramm Fett mehr, also plus 13%. Protein sind wir ein bisschen mit den Viking Jerseys hinten dran, minus 5%. Rechnet man das dann aber alles zusammen, sind die Viking Jerseys im Verhältnis zu den deutschen Holsteinern um plus 33 Kilogramm Inhaltsstoffmenge weiter vorne, also ein Plus von 4%. Als nächstes haben wir uns dann angeguckt, welche Gegebenheiten haben wir, was die Körpermaße angeht. Wir haben bei den Holsteinern dazu das Zuchtziel genommen. Im Zuchtziel der deutschen Holsteiner ist eine Körpergröße von 152 cm angesetzt und ein Gewicht von 650 Kilogramm. Das dann im Verhältnis gesetzt zu unseren Viking Holstein. Auch hier haben wir den Populationsdurchschnitt genommen, den aktuellen, also 130. 22 cm Unterschied, da kann man sich schon mal vorstellen, was das allein an Körpervolumen schon ausmacht und knapp 200 Kilogramm weniger Körpergewicht. Wenn wir das Ganze jetzt, was wir uns vorhin mit den reinen Kilogramm
der Leistung angeschaut haben, aufs Lebendgewicht umrechnen, dann können wir sehen, dass die Jerseys auch hier wieder im Kilogramm Fett pro Kilogramm Lebendgewicht ein Plus von 65% aufweisen können. Auch jetzt im Verhältnis zu vorhin sind sie positiv, was Protein angeht. Also aufs Kilogramm Lebendgewicht umgerechnet schaffen sie es, 0,2 Kilogramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht mehr zu produzieren als die Holsteiner. Und zusammengefasst ist es dann ein Plus von 53%, die Jerseys an Kilogramm-Inhaltsstoffen mehr produzieren können, runtergerechnet aufs Lebensgewicht. Energiekorrigierte Milch im Verhältnis zum Körpergewicht gerechnet, haben sie ein Plus von 45%, also 6,9 Kilogramm energiekorrigierte Milch mehr pro Kilogramm Lebendgewicht, das sie produzieren können. Also wir sehen hier, wir haben zwar eine kleine Kuh, wo man vielleicht im ersten Moment so ein bisschen, okay, was kann die denn? Milchleistung im ersten Augenblick auf dem Papier oder wenn man in den Tank guckt, erstmal ein bisschen geringer. Aber diese kleine Kuh kann runtergerechnet aufs Körpergewicht extrem viel leisten. Und das ist einfach ein ganz großer Vorteil, den die Jersey mitbringt. Ja, gerade schon ein paar Mal drüber gesprochen. Vorteil Nummer 2, hohe Prozente in Fett und Protein. Jetzt hier auch nochmal verglichen wieder mit den deutschen Holsteinern. Das sind die Daten, die wir aus dem Herdbuch haben. 4,05% aktuelle Leistung im Gegensatz zu 5,95% Fett bei den Jerseys. Und beim Eiweiß sehen wir Ähnliches. Plus 24% mehr bei den Jerseys, 4,27% im Verhältnis zu 3,45%. Ein weiterer Vorteil, der vielleicht für die Zukunft auch nochmal ganz wichtig werden könnte, ist das Kappa- und Beta-Casein, also die Proteinstruktur der Milch. Wir haben da ja einmal das Kappa-Casein, das ja für die Gerinnung, für die Käseausbeute und die Festigkeit des Käses letzten Endes zuständig ist. Das ist das ausgerückt in diesem BB. Und das Beta-Casein, A2, A1, das letzten Endes, dem wird so ein bisschen nachgesagt, dass es vielleicht für die Verdauung ganz interessant sein könnte. Und wir haben bei den Jersey-Fersen, die zwischen 21 und 2022 geboren sind, 83% bereits, die einen Anteil vom Beta-Casein A2, A2 haben. Und im Beta-Casein im Kappa-Casein BB 77%. Und auf Bullen umgemünzt jetzt mal einmal, im gleichen Zeitraum geboren, haben wir einen Anteil sogar von 97% der Bullen, die im Beta-Casein A2, A2 haben und im Kappa-Casein 86% BB. Also vielleicht ist das aktuell noch nicht ganz so im Fokus von den Molkereien, vielleicht kommt das in Zukunft noch, man weiß es nicht genau, aber ja, gerade für Betriebe, die an Molkereien liefern, wo die Milch zu Käse verarbeitet wird oder für Betriebe, die vielleicht in der Direktvermarktung sind und selber Käse herstellen, ist das natürlich ein ganz interessanter Punkt, gerade mit dem Kappa-Casein. Die Jerseys haben eine herausragende Gesundheit. Wir haben das vorhin schon einmal im internationalen Vergleich so ein bisschen gesehen. Die Jerseys sind generell gesünder. Die haben weniger Behandlung pro Kuh und Jahr, wenn wir das bei uns in Skandinavien vergleichen. Wir haben eine durchschnittliche Auftrittswahrscheinlichkeit von Ketose von der ersten bis dritten Laktation von 2% und nur 3% frühe und späte Reproduktionsstörungen in den Laktationen 1 bis 3. Vergleicht man dänische Bioherden mit dänischen Holsteinherden, dann haben wir ein um 23% weniger vorkommendes Krankheitsvorkommen pro Kuh und Jahr im Vergleich. Sprich, sie sind auch da einfach nochmal wieder gesünder und können das auch voll und ganz ausreizen. Also 23% ist natürlich gerade auch im Bio-Bereich eine große Nummer. Da kann man auf jeden Fall nochmal ordentlich Geld sparen. Wir haben auch, wie gerade schon gesehen, nur 3% Fruchtbarkeitsstörungen, also eine höhere Resistenz gegen diese Fruchtbarkeitsstörungen.
Die frühe Fruchtbarkeitsstörung, hier jetzt auch wieder ein Vergleich zwischen den dänischen Holstein und den dänischen Jersey, weil wir einfach da aus Skandinavien die sicheren Daten haben. Um -50% Auftrittswahrscheinlichkeit von frühen Fruchtbarkeitsstörungen im Vergleich zu den Holsteinern. Und ja, bei den späten Fruchtbarkeitsstörungen haben die Holsteiner eine Auftrittswahrscheinlichkeit von 6,2%, die Jerseys von 3,3%, also -47%. Das verdeutlicht das auch nochmal, denke ich, ganz deutlich. Ja, Vorteil Nummer 5, weniger Klauenerkrankungen. Das, was als erstes natürlich irgendwo auffällt, ist, dass die Jerseys deutlich weniger Gewicht auf ihren Klauen haben. Sie haben zudem ein stärkeres und meist auch dunkles Horn. Und das bietet dann nachher einfach für die, ja, für die Gesundheit der Klauen wieder Vorteile. Wenn wir uns das Ganze jetzt einmal anschauen, gerade so ein Punkt Mortellaro, Auftrittswahrscheinlichkeit bei den Holsteinern 20,8%, bei den Jerseys nur 9,1%, also -56%. Und das Ganze zieht sich auch so durch. Wenn wir dann hier unten gucken, Ballenfäule -65%, Limax -74%. Und ich habe am Anfang schon mal einmal kurz erwähnt, dass wir auch Daten zu den Klauenschnitten haben. Und bei den Jerseys ist es so, dass wir bei 62% der Jerseys beim Klauenschnitt keine Krankheitsfeststellung haben. Bei den Holsteinern 53%, ist auch schon nicht schlecht. Es macht aber letzten Endes einen Unterschied von 16% nochmal wieder aus. Sechster Vorteil, bessere Fruchtbarkeit, leichtere Abkalbung. Wir haben bei den Jerseys im Vergleich zu den Holsteinern -60%, die Hilfe brauchen bei der ersten Abkalbung. Also ein deutlicher Vorteil hier auf jeden Fall. Die Abkalbungen bei den Jerseys sind generell sehr einfach. Man muss wenig nachgucken und auch Fleischrassen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, kann man problemlos einsetzen. Gleichzeitig haben sie ein langes Produktionsleben. +7%, wenn man das auf Anzahl der Produktionsjahre umrechnet. Und allein das, längere Nutzungsdauer, ist ja auch immer schon ein großer Vorteil. Man kann Nachzucht vielleicht einsparen, weil man einfach die Kühe länger in dem Sinne nutzen kann. Aber zu einem guten Vergleich zählt natürlich auch immer die Benennung der Herausforderungen. Und auch bei den Jerseys gibt es leider welche, aber ich denke, das sind welche, mit denen man ganz gut umgehen kann. Ich werde jetzt hier 7 Herausforderungen auch nennen und gleichzeitig auch eventuelle Lösungsansätze dazu. Ja, die erste Herausforderung, die eigentlich auch mit meiner Meinung nach mit die größte ist, ist, dass die Jersey-Bullenkälber leider Gottes quasi wertlos sind. Die sind einfach ja, sehr klein und brauchen sehr lange, bis sie ihr Schlachtgewicht erreicht haben und deswegen werden sie einfach von Mästern ungern abgenommen. Deswegen empfehlen wir, dass ja, es möglichst nicht zu einem Bullenkalb kommen sollte, zumindest nicht zu einem reinen Jersey-Bullenkalb. In Dänemark wird hauptsächlich gesextes Jersey-Sperma eingesetzt. Und ja, letzten Endes genau das empfehlen wir auch hier in Deutschland. Die Jerseys sind sehr fruchtbar, man kann gut damit arbeiten. Und für alle Kühe, von der man keine Nachzucht haben möchte, sollte man dann Fleischrassesperma einsetzen. Eventuell sogar drüber nachdenken, männlich gesextes Fleischrassesperma, damit die Kreuzungskälber doch auch nochmal ja, wieder ein bisschen attraktiver werden für den Mäster nachher. Wichtig ist natürlich dabei, auch wenn die Abkalbungen gut laufen, dass man sich Fleischbullen aussucht, die gute Abkalbeergebnisse haben und wo die Kälber auch sehr vital sind und leicht zu managen nachher, weil das bringt einem natürlich nichts, wenn nachher ein kleines, leichtes Kalb da rauskommt. Das muss auch fit sein und gesund sein, damit man das schnell und zügig groß bekommt und verkaufen kann. Die beliebtesten Fleischrassen dazu sind die Dänisch Blue. Das ist, ja, ich sag mal, eine Abwandlung von den Blau-Weißen, Angus und Cherolais. Ich empfehle hier immer ganz gerne, dass man vielleicht auch mal Rücksprache mit seinem Kälberhändler hält, einfach um ja, so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, welche Rasse oder welche Kreuzung letzten Endes auch ja, gut vermarktbar ist. Entschuldigung. In Skandinavien wird sehr viel mit
Dänisch Blue gearbeitet. Wir sehen hier auf dem Bild auch mal einmal eine Dänisch Blue Jersey Kreuzung. Wir haben sehr gute Zahlen dafür. Alle unsere Fleischbullen werden getestet auf Milchviehrassen, bevor wir sie hier verkaufen. Und wir haben zu allen Fleischbullen Zuchtwerte und auch die Ergebnisse der Abkalbung dahinter. Auch da kommt uns natürlich die Datenbank wieder zugute und wir können sehen, okay, funktionieren diese Bullen auf Milchvieh und auch im Speziellen auf Jersey. Und dementsprechend wählen wir dann auch die Bullen aus. Eine zweite Herausforderung ist, die Jersey-Kälber brauchen einfach mehr Aufmerksamkeit. Es sind einfach kleine Kitze, die da geboren werden. Die kommen mit wenig Energiereserven zur Welt und sind aufgrund dessen halt einfach per se schon anfälliger für Erkrankungen wie Durchfall, Lungenentzündung etc. Deswegen ist es besonders wichtig, dass man einen Schwerpunkt auf ein gutes Kälbermanagement legt. Wichtig, wie bei allen anderen Kälbern natürlich auch, ist, dass man hochwertiges Kolostrum so schnell wie möglich nach der Kalbung füttert. 3 Liter ist bei den Jerseys kein Problem. Wenn man ein bisschen ängstlich ist aufgrund der Menge, kann man natürlich auch ein bisschen runtergehen und dann kurze Zeit später nochmal nachfüttern. Aber wichtig ist einfach, dass sie das Kolostrum so schnell wie möglich bekommen, weil das ist ja letzten Endes der Baustein für alles. In der Unterbringung ist zudem auch wichtig, dass sie vor Witterung geschützt sind, also sprich vor Wind, niedrigen Temperaturen und Nässe, einfach um diesen Energieverlusten vorzubeugen. Unerlässlich sind in dem Fall eigentlich auch Kälberdecken. Das tut denen sehr, sehr gut, wenn die zusätzlich nochmal ein bisschen Schutz über diese Decken erhalten. Da erspart man denen nochmal ein paar Energiereserven, die sie eigentlich zur Aufrechterhaltung ihrer Körpertemperatur bräuchten. Und die Energie, die sie da einsparen über diese Decke, können sie natürlich für andere Sachen gebrauchen, wie Krankheitsabwehr oder aber natürlich auch einfach schlicht und ergreifend Gewichtszunahme. Also hier auf jeden Fall ein waches Auge haben und es denen so, so kuschelig wie möglich zu bereiten, damit die wirklich schnell zunehmen und fit bleiben. Dritte Herausforderung, daraus resultieren letzten Endes auch, ist die Sterberate. Die ist einfach bis zum 180. Lebenstag höher, aufgrund der Gegebenheiten. 8,3% im Gegensatz zu 5,3% für den Jersey, bei den Holsteinern, also 3% höher. Das ist natürlich schon eine Zahl, wo man hellhörig werden muss und wo man auch wirklich gegenarbeiten sollte. Auch hier ist einfach wichtig, dass man, auch wenn die Kälber aus dem Gröbsten heraus sind, dass man weiterhin ein gutes Auge auf die hat, guckt, dass sie wirklich zunehmen, dass der Gesundheitsstatus passt. Auch hier ist wichtig, dass die Futterration stimmt. Man meint das nicht, weil die so klein sind, gerade auch wenn man dann vielleicht noch ein paar Holsteiner daneben stehen hat. Aber die brauchen einfach auch im Verhältnis relativ viel Milch, um wachsen zu können. Dazu haben wir mal hier eine kleine Beispielration, oder was heißt Ration, aber einen kleinen Beispiel-Tränkeplan vorbereitet. Hab bitte so ein bisschen im Hinterkopf, jeder Betrieb ist anders und genauso wenig wie jede Fütterung überall gleich gut funktioniert, ist es auch mit dem Tränkesystem. Man muss es an seinen eigenen Betrieb anpassen und gucken, wie funktioniert das bei mir, wie sind die Grundvoraussetzungen. Aber vielleicht so ein bisschen als Orientierung ganz gut. Wir starten, wie gerade schon einmal gesagt, mit 3 Litern Kolostrum, so schnell wie möglich. Und in der ersten Woche sollten die Kälber dann so circa 7 Liter Jerseymilch pro Tag bekommen. Ab Woche 2 kann man das Ganze nochmal ein bisschen steigern auf bis zu 8 Liter Jerseymilch pro Tag. Und dann kann man anfangen, das Ganze umzustellen auf Milchaustauscher. Auch hier ungefähr 8 Liter pro Tag sind machbar. Und dann ab Woche 6 bzw. 7 kann man dann anfangen, die Kälber abzutränken und zu gucken, dass die Kälber dann auch vernünftig von der Kälberration und Kälberration was aufnehmen, Heu anbieten. Und natürlich müssen die auch ihren Flüssigkeitshaushalt mit Wasser dann dementsprechend ausgleichen. Genau, und wichtig ist bei den Kälbern auch noch zu sagen, die sollten
innerhalb der ersten 8 Wochen ihr Geburtsgewicht auf jeden Fall verdoppeln. Das ist so ein bisschen als Anhaltspunkt vielleicht auch nochmal. Herausforderung 4, auch die Kühe brauchen eine energetisch hochwertige Ration. Sie sind sensibel, was die Futterqualität angeht. Und im Verhältnis brauchen sie zum Volumen, was sie fressen, auch relativ ja, viel Energie. Wir sehen natürlich öfter auch mal Jerseys, die zwischen Holsteinern laufen und die funktionieren auch, aber die können ihr Leistungspotenzial vielleicht nicht ganz ausschöpfen, weil sie halt natürlich nicht das Volumen fressen können, was eine Holsteinkuh fressen kann. Das haben wir ja vorhin einmal auch am Anfang des Webinars gesehen. Da sind einfach ein paar Kilo und ein bisschen Volumen dazwischen, zwischen den zwei Rassen, und die können das einfach dann nicht hundertprozentig aufnehmen, was sie an Energie brauchen. Deswegen auch hier aber natürlich die Lösung, dass man eine gute Futterqualität bietet und ein hohes Energielevel sicherstellt. Es muss einfach eine angepasste Ration sein an die Jerseys vom Volumen und vom Energiegehalt, und dann kann das alles sehr gut funktionieren. In der ersten Laktation können wir bei den Jerseys leider feststellen, dass die oftmals einen höheren somatischen Zellgehalt haben. Das ist die Herausforderung Nummer 5. Das reguliert sich mit den danach folgenden Laktationen wieder. Das ist wirklich die erste Laktation, die da so ein bisschen heraussticht. Deswegen auch hier einfach ein bisschen die Managementroutinen im Blick behalten, eine gute Euterhygiene sicherstellen beim Melken, um einfach da Mastitis vorzubeugen. Erstbesamungszeitpunkt. Auch hier muss man ein bisschen gucken, dass man den perfekten Erstbesamungszeitpunkt nicht verpasst. Die sind natürlich relativ klein in dem Alter, wo sie besamt werden sollen, aber die werden ja auch im Verhältnis nicht viel größer. Deswegen, das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man da nicht zu lange wartet. Ziel-Erstkalberalter sollte so zwischen 23 und 24 Monaten sein, abhängig davon natürlich, wie intensiv die Aufzuchtphase ist. Wir sehen auch Betriebe, die sehr intensiv aufziehen, die können auch Erstkalberalter von 21, 22 Monaten generieren. Als Hilfsmittel kann man sich so ein bisschen die Größe nehmen. Es gibt Landwirte in Dänemark, die zum Beispiel am Fressgitter oder an der Stallwand sich zwei Markierungen gesetzt haben, einmal mit 112 cm, ab da fangen sie an, die Tiere zu beobachten, ab 115 cm fangen sie dann an, sie reell zu besamen. Eine weitere Herausforderung ist das Thema Milchfieber. In den späteren Laktationen, wenn die Kühe älter werden, neigen sie dazu, dass auch sie ein höheres Milchfieberrisiko haben, ähnlich wie wir das in anderen Populationen oder Rassen auch sehen. Die haben zwar nicht die Milchmenge, aber natürlich sehr hohe Inhaltsstoffe, und dementsprechend brauchen sie auch viel Energie und Kalzium und laufen deswegen genauso wie andere Rassen auch schnell in die Gefahr, Milchfieber zu bekommen. Einfache Lösung, wie es, denke ich, auch in vielen Betrieben gängige Praxis ist, ist, dass man vorbeugend Kalziumgaben gibt, sei es als Bolus oder als Depot unter der Haut, Infusion. Ein gutes Trockensteermanagement, natürlich die Grundvoraussetzung, auch hier immer noch mal ein Auge drauf werfen. Ich kann da auch sehr empfehlen, ich erzähle nachher noch ein bisschen was zur Tour, die wir Ende März veranstalten. Wir fahren regelmäßig nach Dänemark mit Gruppen, und das ist eigentlich immer eine ganz gute Möglichkeit, auch noch mal ja, zu gucken, wie machen die Dänen das. Wir kriegen da immer ausführlich eine ausführliche Auskunft über die Ration und auch wie sie das ganze Management drumherum machen, und wer sich da ein bisschen mehr für interessiert, der ist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Wie gesagt, da werde ich nachher auch noch mal einmal ein bisschen näher was zu erzählen. So, das war's mit den Herausforderungen und Vorteilen der Jersey an sich. Jetzt komme ich zu den Vorteilen, die Jersey hinsichtlich der Futtereffizienz haben. Dafür muss ich aber zunächst einmal kurz unseren Self-Feed-Index vorstellen, damit wir alle auf einem Stand auch hier sind. Wir haben 2019 angefangen, den Self-Feed-Index einzuführen. Auch hier seht ihr schon anhand des Symbols auch hier wieder die wirtschaftliche Relevanz entscheidend. Wir haben angefangen mit dem Teil der Erhaltung. Das ist letzten Endes
wichtig dafür zu wissen, wie viel Energie braucht die Kuh letzten Endes aufgrund ihrer körperlichen ja, Maße. Und da ist, denke ich, relativ selbsterklärend, dass eine Kuh, die sehr groß ist und sehr schwer ist, per se erstmal mehr Energie braucht als eine kleine Kuh. Als nächstes kam dann im November 2020 die Stoffwechseleffizienz dazu. Und die drückt letzten Endes aus, wie effizient die Kuh die Energie aus dem Futter im Körper für sich umwandeln kann. Sei es für die Produktion von Milch, aber auch um das Gewicht zu halten, um einen Trächtigkeitsstatus zu halten, um generell den Stoffwechsel quasi am Laufen zu halten. Und diese zwei Punkte zusammen bilden dann den Self-Feed-Index. Aber wie ermitteln wir das Ganze? Wir haben für den Self-Feed-Index ein System entwickelt, das heißt Cattle Feed Intake System, kurz CFIT. Und das erlaubt uns, direkte Messungen der Futteraufnahmen vorzunehmen. Wir haben dazu mittlerweile in 23 Betrieben 10.000 Kühe unter ständiger Beobachtung. Davon sind allein 3.000 Jersey-Kühe. Und das, ja, bringt uns letzten Endes zu dem großen Vorteil, dass unsere Viking Jersey Bullen die einzigen Jersey Bullen sind, die Daten zu der Futteraufnahme der einzelnen Jersey-Kühe zur Verfügung stellen können. Und das ist natürlich auch wieder besonders hinsichtlich der Effizienz ein großer Vorteil. Aber wie funktioniert das Ganze letzten Endes? Wir haben in ganz normalen Ställen über dem Futtertisch 3D-Kameras hängen. Ich kann auch mal einmal zurückgehen, da kann man das vielleicht ganz gut auch sehen. Hier oben über dem Futtertisch hängen diese grauen Kästen. Das sind diese CFIT-Kameras, das sind 3D-Kameras. Und die scannen letzten Endes permanent den Futtertisch und den Bereich davor. Und das Ganze ist mit einer künstlichen Intelligenz verknüpft. Und die kann anhand der Aufnahmen des Rückens der Kühe und anhand der Form auf der einen Seite und natürlich auch anhand des Farbmusters, was bei Holsteinern vielleicht nochmal ein bisschen was anderes ist als bei gedeckten Tieren wie den Jerseys oder den Viking Reds. Aber anhand dessen kann die Kamera erkennen, welches Tier hier ist. Also können wir auf der einen Seite das Tier identifizieren, auf der anderen Seite können wir aber auch was übers Gewicht sagen und gucken, wie verändert sich das Gewicht je nach Tag oder über die Laktation verteilt. Die Kamera macht zudem auch Fotos vom Futtertisch und darüber können wir die Futtermenge ermitteln, die die Kuh frisst, sobald sie zum Futtertisch kommt. Also es wird einmal eine Aufnahme gemacht, quasi bevor die Kuh da ist und frisst und dann, nachdem sie weg ist. Und diese beiden Aufnahmen werden dann miteinander verglichen und dann kann genau gesagt werden, wie viel Futter ist jetzt vom Futtertisch verschwunden und hat die Kuh aufgenommen. Das machen wir 24/7, das ganze Jahr über, mit den Kühen und dem Futter. Also es ist so, dass wir die Tiere permanent überwachen. Der große Vorteil dabei ist, wir machen das in ganz normalen Betrieben, in ganz normalen Ställen an einem ganz normalen Futtertisch. Es ist also nicht so, dass die Kühe einen Futtertrog haben, aus dem sie fressen, vielleicht mit ein paar Herdengenossen nebeneinander, aber jeder für sich separat, sondern es ist der ganz normale Alltag einer Kuh. Das kann gut sein, dass die auch mal verdrängt wird vom Futtertisch. Das gehört halt einfach ins echte Leben mit dazu von so einer Kuh. Und das erlaubt uns natürlich, sehr gute Aussagen und sehr realitätsnahe Aussagen auch zu treffen. Sie können ganz normal sozialisieren, sie können zum Futter gehen, wann sie wollen. Und das Ganze halt nicht nur 24/7 übers Jahr verteilt, sondern wir sehen natürlich die ganze Laktation der Kuh, solange sie in diesem Stall ist, sehen, welche Schwankungen treten vielleicht auch auf im Laufe der Laktation und auch über das ganze Leben. Also sobald die Kuh dann das nächste Mal gekalbt hat, wieder in den Stall kommt, fängt das Ganze von vorne an. Wir registrieren die Kuh wieder und wir können sehen, wie verhält sich die Futteraufnahme das ganze Leben lang. Und das ist einfach ein extrem großer Vorteil, den wir mit diesen Kameras haben. Die werden überhaupt nicht beeinflusst davon, die nehmen die noch nicht mal wahr. Und wir kriegen aber trotzdem unsere Daten. Genau, und eine weitere positive Sache daran ist natürlich auch, dass wir das nicht nur bei den Jerseys haben, sondern auch bei verschiedenen Rassen, also auch bei den Holsteinern und auch bei den Viking Reds. Und dadurch bekommen wir auch den Eindruck in verschiedenen
Populationen und auch in verschiedenen Systemen. Nicht jeder Betrieb macht alles gleich und das ist auch nochmal wieder ein Vorteil in der Verlässlichkeit nachher der Daten. Das sind aber natürlich sehr, sehr viele Daten, die da fließen. Wir haben über 1700 Kameras aktuell, die pro Tag über 90 Millionen Aufnahmen machen. Und das sind dann letzten Endes über 700.000 Futtertischbesuche, die die Kühe pro Tag vornehmen. Und das wiederum wird dann zusammengefasst in über 100.000 Futteraufnahmen pro Tag. Also man sieht hier, da kommen eine Menge Bilder zusammen. Und ja, das alles nutzen wir letzten Endes, um einen Safe-Feed-Index bilden zu können und eine Aussage über die Effizienz der Tiere machen zu können. Und das hat letzten Endes zu der Erkenntnis geführt, dass man vielleicht mal zweimal hingucken muss bei den Kühen. Also wir haben hier mal im Vergleich zwei Jersey-Kühe, die ansatzweise die gleiche energiekorrigierte Menge an Milch geben. 100 Kilo Unterschied, aber das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Wenn man sich aber dann anguckt, was die fressen, dann sieht man, dass da doch ein relativ großer Unterschied ist. Die Kuh, die hier 100 Kilo mehr gibt, die frisst am Tag 6.209 oder pro Laktation 6.249 Kilogramm Trockenmasse. Die Jersey, die ein bisschen weniger Milch hat, die frisst aber nur 5.407 Kilogramm Trockenmasse pro Laktation. Das sind dann nachher minus 842 Kilogramm. Und wir alle wissen, die Futterkosten machen den Großteil der variablen Kosten aus. Und wenn man hier sparen kann, spart man letzten Endes bares Geld. Und auch unter den Gesichtspunkten, dass ja in den letzten Jahren ab und an mal eine Futterknappheit aufgrund von Dürre zum Beispiel da war, ist das natürlich ein großer Vorteil, wenn man das auf eine Herde hochrechnet. Da kann man auf jeden Fall richtig Geld nochmal sparen. Wenn wir das Ganze jetzt einmal auf Herdenbasis uns anschauen und davon ausgehen, dass unsere Kühe in der Herde eine Abweichung vom Durchschnitt im Safe-Feed-Index von 10 Indexeinheiten haben. Also sind um 10 Indexeinheiten besser als der Schnitt. Dann entspricht das letzten Endes pro Kuh erstmal nur 67 Kilogramm weniger Trockenmasse pro Laktation. Jetzt kann man sagen, knapp 70 Kilo sei dahingestellt, ist egal. Wenn wir das Ganze aber dann natürlich einmal auf eine Herdengröße von zum Beispiel 100 Kühen hochrechnen, sind wir schon bei 6.700 Kilo. Und das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Und wenn man das Ganze dann weiterspinnt, dass man vielleicht nicht nur 10 Indexeinheiten besser ist, sondern 20 oder vielleicht mit manchen Tieren sogar noch besser, dann kann man da auch wieder richtig Futter und Geld einsparen. Ja, und dadurch lassen sich, wie gesagt, letzten Endes Futterkosten reduzieren und natürlich auch irgendwo der CO2-Fußabdruck von der Milch. Wenn wir jetzt hier nochmal einmal so ein bisschen zum Anfang zurückkommen und die Holsteiner mit den Jerseys vergleichen, dann haben wir hier auf der einen Seite die Holsteiner mit knapp 6.900 Kilogramm Trockenmasseaufnahme pro Laktation im Verhältnis zu den Jerseys mit 5.800 Kilo. Das ist also ungefähr 1.000 Kilogramm weniger, die Jersey-Kuh im Verhältnis zu einer Holstein an Trockenmasse aufnimmt. Minus 15%. Wenn man das jetzt wieder aufs Lebendgewicht umrechnet, dann schafft die Jersey es aber, um 16% mehr Trockenmasse pro Kilogramm Lebendgewicht zu fressen. Sie ist also kleiner, unterm Schnitt braucht sie auch irgendwo weniger, aber sie ist wesentlich effizienter. Und das lässt auch dann den Vergleich nochmal wieder zu, 20% mehr Inhaltsstoffe pro Kilogramm Trockenmasseaufnahme bei den Jerseys im Verhältnis zu den Holstein, aber minus 20% Treibhausgasemissionen pro Kilogramm Inhaltsstoffe. Das hat einfach den Hintergrund, dass wenn wir auf futtereffiziente Kühe züchten, züchten wir automatisch auch auf Kühe, die weniger Methan ausstoßen, weil die beiden Merkmale miteinander korreliert sind. Das hat Viking letzten Endes auch sich als Zuchtziele angesetzt fürs Jahr 2025. Weniger CO2 um 20% und Methan, ca. 20% weniger Stickstoff und Phosphat und eine um 20% bessere Futtereffizienz sollen die Jersey-Kühe in Zukunft aufweisen. Ja, nochmal einmal ein bisschen die Vorteile zusammengefasst. Man kann ein höheres Milchgeld bekommen, hängt natürlich immer davon ab,
bei welcher Molkerei man ist. Es gibt hier in Deutschland aber auch ein paar Molkereien, die nach Inhaltsstoffen bezahlen. Und da kann sich das sehr gut rechnen, wenn man da auf Jerseys mit mehr Inhaltsstoffen setzt. Wir haben geringere Haltungskosten, unter anderem, weil die Fruchtbarkeit besser ist, die Gesundheit sehr gut ist und die Kälbereigenschaften. Eventuell besteht die Möglichkeit auch zur Herdenaufstockung. Das muss man natürlich immer ein bisschen unter den gegebenen Rahmenbedingungen und der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben berücksichtigen. Aber per se besteht da die Möglichkeit. Geringere Futterkosten können also Futterkosten reduzieren und die Effizienz gleichzeitig steigern. Und wir haben sehr langlebige Kühe mit guten Klauengesundheit und sehr guter Resistenz gegen Reproduktionsstörungen. Und wenn wir das ganze Webinar jetzt noch mal einmal kurz zusammenfassen, die Key Points sind letzten Endes, dass mit den Viking Jerseys besteht die Möglichkeit, effiziente, mittelrahmige Kühe zu züchten, die Milch mit hohen Inhaltsstoffen produzieren. Sie sind überlegen im internationalen Vergleich, haben ein paar Herausforderungen, die aber, denke ich, ganz gut machbar sind oder zu bewältigen sind, wenn man die Managementmaßnahmen anpasst und da ein gutes Gespür für entwickelt. Und sie sind aufgrund ihrer Größe allein schon futtereffizienter und klimafreundlicher. Genau, und ich habe es vorhin schon mal einmal angesprochen. Ende März werden wir wieder nach Dänemark fahren. Vom 22. bis 23. März sind wir auf Jersey-Tour und es wird diesmal wirklich ein richtiger Kracher. Wir werden über 3000 Jersey-Kühe sehen in nur 2 Tagen. Wir werden große Züchter und hervorragende Landwirte besuchen und unter anderem auch die Bullenstation in Assentoft. Und wer Lust hat, kann sich noch bis zum 14. März anmelden. Gerne bei mir oder bei meinem Kollegen Henrik Hansen. Die Kontaktdaten könnt ihr auf unserer deutschen Homepage finden. Ihr könnt uns einfach anrufen für nähere Informationen oder uns auch Nachrichten schreiben, eine E-Mail, gar kein Problem. Und unter Veranstaltung findet ihr da auch nochmal den Flyer mit allen wichtigen Infos. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit und dann würde ich jetzt Jan wieder dazu holen für die Fragen. Vielen Dank, Katharina, für die gute Präsentation. Das sind ein paar unterschiedliche Fragen jetzt gekommen. Und die erste war, ob wir hornlose Bullen im Lager auch haben. Ja, also aktuell haben wir 3 hornlose Bullen, die wir vorrätig haben. Das sind heterozygot hornlose Bullen. Da haben wir einmal Dan P, Lagoa P und auch Basque P. Und wir werden in Zukunft, wenn alles gut läuft, in naher Zukunft auch schon einen homozygot hornlosen Jersey Bullen dazu bekommen. Und da freuen wir uns sehr drauf, dass wir damit auch endlich euch das bieten können und freuen uns, wenn wir euch dann endlich präsentieren können. Ja, dann ist auch, da wurde nicht so viel über Temperament gesprochen, aber da ist auch die Frage, wie ist das Temperament bei den Jersey-Kühen? Per se, ich denke, jeder, der schon mal die Möglichkeit hatte, in einen Jersey-Stall zu kommen, ist überrascht, weil die Tiere sind sehr, sehr neugierig, sehr ruhig dabei aber auch. Also sobald man wirklich den Stall betritt, hat man in der Regel eine Traube um sich. Sie sind sehr gut Roboter geeignet, also auch da gutes Temperament. Klar gibt es da immer Ausreißer, es gibt auch mal Bullen, die vielleicht vom Temperament her nicht so gut sind, aber wir zeichnen das Temperament in unserem Zuchtwerk mit aus und wenn man möchte, kann man da natürlich auch ein bisschen drauf achten. Danke. Und da war nämlich auch noch eine Frage mit den Milchrobotern. Wie funktionieren die Jerseys bei den Milchrobotern? Wie funktionieren die? Also ob die gut funktionieren in den Milchrobotern. Ja. Also in Dänemark, ich kenne die aktuelle Zahl gerade nicht, wie viele aktuell noch im Roboter gemolken werden. Ich glaube, es war zwischendurch mal über 30% der Betriebe, die in Dänemark mit dem Roboter gemolken haben und davon auch ein Teil natürlich Jerseys. Das funktioniert sehr gut. Da kommt natürlich auch die Neugier, der Jersey wieder zu tragen. Die wollen natürlich immer sofort gucken und sobald da irgendwo was raschelt und sich anhört, als wäre es vielleicht Kraftfutter, dann sind die auf jeden Fall sofort zur Stelle. Man muss vielleicht ein bisschen gucken, was die Euteraufhängung angeht. Ich empfehle da immer ganz gerne, dass man da so ein bisschen den Fokus drauf legt, dass man guckt, dass die Euter hoch genug angesetzt sind und die Vorderäuteraufhängung auch gut ist. Aber dann ist das eigentlich kein Thema. Also wir sehen da jetzt nicht so die Probleme, zum Beispiel in der Strichstellung, wie es vielleicht in anderen
Rassen so ein bisschen zum Problem geworden ist, da sind die Jerseys noch ganz gut aufgestellt. Sehr gut. Und dann war eben mal noch eben ein bisschen, um es mehr klar zu werden, das war die Frage mit dem Fleisch, mit den Fleischbollen. Waren die Informationen, konnte man basiert auf nur auf Jersey-Abkalbungen auch Abkalbungsinformationen dazu bekommen? Oder war es generell übergeordnet, alle Rassen? Also, ja, wir haben generell die Daten natürlich zu allen Milchviehrassen zusammengefasst. Das ist auf unserer Now-Homepage. Wenn man bei uns sich einen Bullen auf der Viking-Seite anguckt, dann kommt man über den, da ist so ein Button, da steht NAV drauf, da kann man draufklicken und da kann man letzten Endes über einen kleinen Umweg auch zu den Beef-Bullen kommen und da sind alle Milchrassen hinterlegt. Und wenn die per se die Bullen gut geeignet sind, für die Milchrassen, dann kann man auch davon ausgehen, dass sie für die Jerseys gut sind. Und wir können das letzten Endes auch für die Jerseys noch runterbrechen und gucken. Sehr gut. Dann war, ich glaube, du hast die eigentlich schon ein bisschen beantwortet, der Durchschnitt, wie viel sie wiegen, also ist 444. Ich habe eben mal kurz untersucht, um die genauen Zahlen auch für Erstlaktierende und Drittlaktierende. Also man fängt an in der ersten Laktation mit 380 Kilo, Erstlaktierende, und dann in der dritten Laktation wiegen sie im Durchschnitt 471 Kilo. Und dass die Informationen kommen ja hauptsächlich von den vielen Milchrobotern, die wir haben, wo man das Gewicht messen kann jeden Tag. Dann war das mit dem Vergleich, wir haben mit den deutschen Holsteins verglichen mit dem Klima. Und wie sieht der Vergleich mit den dänischen Holsteins aus? Ja, also ich hatte ja vorhin schon mal einmal so ein bisschen angerissen. Wir haben im Vergleich von den deutschen Holsteinern das Zuchtziel genommen. Unsere Holsteiner Population, da haben wir natürlich die exakten Daten zum Beispiel hinter. Ich kann mal eben einmal schnell hier nachschauen. Wir sind aktuell bei einer durchschnittlichen Populationsgröße von 150,8 Zentimetern. Also liegen sogar ein bisschen unter diesem deutschen Zuchtziel. Und diese 150,8 sind halt die realen Zahlen, wie wir sie wirklich in der Praxis haben. Also wenn man das ja mit unseren Viking-Holsteinern vergleicht, ist es vielleicht ein bisschen weniger der Vergleich wie in der Aussagekraft zwischen den deutschen Holsteinern, weil sie halt einfach ein bisschen größer sind. Aber per se haben wir natürlich auch da einfach, haben die Jerseys trotzdem noch den Vorteil. Dann kommt eine Frage, wie wird eine Jersey gerechnet? Als 0,7 GV oder wie eine Holstein? Ja, das ist so ein bisschen eine Fangfrage. Also ich meine, dass sie als 0,7, 0,8 gerechnet wird, aber da am besten genauer bei den zuständigen Behörden erkundigen. Das ist mit der Düngeberechnung. Gut. Ja, und dann ab wann ist die Aufzeichnung online? Also ich habe die Erwartung, dass es online schon morgen ist. Genau, und alle, die teilgenommen haben, die bekommen die Aufzeichnung ja auch nochmal zugeschickt. Ja. Und dann kommt noch eine letzte Frage, gerade in Bezug auf Dürre und schwankenden Futterqualität. Inwiefern sind Jerseys denn zukunftsfähig, wenn sie ja einen hohen Anspruch an die Futterqualität haben? Ja, also man muss das mit diesem mit dem Anspruch an die Futterqualität natürlich immer ein bisschen getrennt betrachten. Eine Holstein hat auch einen sehr hohen Anspruch an die Futterqualität, gerade je höher die Leistung wird. Und es kommt natürlich immer darauf an, welches Leistungsniveau möchte ich anstreben. Diese Punkte mit hohe Futterenergie und hohe Futterqualität, das ist ja auf die Jerseys allein jetzt bezogen. Wenn ich das Gleiche für die Holstein sagen müsste, dann wäre es ja genauso. Es ist halt einfach, ja, die brauchen eine hohe Qualität und im Verhältnis zum Volumen auch eine hohe Energiedichte. Und ja, jetzt mal ganz ja, grob gesagt, aus einer schimmeligen Ration kann weder eine Holstein noch eine Jersey-Kuh was machen. Also von daher, die Futterqualität muss per se immer stimmen und je besser die Qualität ist und je besser das Management ist, umso besser kann man natürlich nachher den Profit daraus generieren. Und das ist ja bei allen Milchviehrassen so generell mit allen, egal ob es die Mastleistung ist oder die Milchleistung. Das muss man halt per se einfach
Also ich kann auch gutes Exempel von meiner Zeit in Australien nehmen, wo auch ganz, ganz viele Jerseys einer der großen Populationen sind, auch in Neuseeland. Und da ist oftmals auch nicht Top-Qualität das ganze Jahr herum. Aber natürlich, das größte Potenzial kriegt man aus Top-Qualität. Aber das ist wahrscheinlich so bei anderen Rassen. Ja, und wie man ja auch zum Beispiel in Neuseeland sieht, für Weidesysteme sind die Jerseys ja auch einfach gut geeignet. Also die sind anpassungsfähig. Man muss einfach gucken, dass man in jedem System das Beste rausholt. Und dann können die sehr gut in Zukunft bestehen. Und gerade hinsichtlich ja, Vorteile, was Klima angeht und Methan oder generell ja, dem CO2-Fußabdruck und Emissionen, haben die definitiv einen großen Vorteil. Gut. Dann habe ich nicht mehr Fragen. Ich bedanke mich auf jeden Fall und ich würde sagen, für alle Teilnehmer, nehmt endlich teil an der Tour Ende März, weil da ist absolut, jetzt war die Theorie hier, da könnt ihr sehen, wie es eigentlich auch in Praxis funktioniert. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals, dass ihr alle Zeit genommen habt und noch einen schönen Abend wünsche ich euch. Tschüss. Ja. Auch von meiner Seite vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wenn noch Fragen sind, dann gerne einfach uns auch nochmal so anschreiben. Ihr könnt entweder mir direkt schreiben oder gucken, wer in eurem Gebiet zuständig ist. Wir helfen immer gerne, beraten gerne. Und ja, es würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen auf der Tour auch sehen würde. Bis dann. Tschüss.